Somit schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video von den E-Games in der Schweiz, das heißt von Swisstoy. Vielleicht habt ihr schon mal was von so einer Spielemesse in der Schweiz gehört, was ich nicht vermute, wenn ihr nicht aus der Schweiz kommt. Auf jeden Fall war ich dort mit Ratos LP und wir haben da ein bisschen aufgenommen. Er hatte auch so einen Presseausweis, wir haben aber kein Interview gemacht. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Bis dann, ciao. So, wir sind jetzt fertig. Fertig? Wir ja, waren. So kann man das nennen. Ja, wir sind fertig mit Schauen und. Sau viele Schritte gemacht, guck mal auf die Uhrzeit. So, es ist auf jeden Fall gerade ein bisschen komisch gewesen. Wir waren oben bei einem Kollegen, der bei einer LAN-Party mitmacht. Genau, 500 Leute sind dabei. Und das Witzige war, wir wollten raus, aber da waren die Türen alle zu. Alle zu. Weil die Messe, wo wir eigentlich waren, hier die Swisstoy oder besser gesagt E-Games, die macht um 18 Uhr zu und dann kommt man dann nicht mehr rein in die Hallen. Und auch nicht mehr raus. Genau. Und nicht mehr raus. Dann mussten die halt jemanden suchen, dann wollte Niklas so eine Frau anquatschen, die ist einfach gelaufen, bis sie sich dann irgendwann mal umgedreht hat. Bis ich mich umgedreht habe und dann hat sie sich auch umgedreht. Ja, die ja. Hat er auf jeden Fall nicht so ein Orientierungssinn wahrscheinlich. Ja. Beides. Und auf jeden Fall, er hat sich dann umgedreht und die Frau hat sich auch umgedreht. Dann dachte Niklas, die will nichts und dann wollte sie was. Ja, das war auf jeden Fall ganz witzig zuzugucken.
rausgekommen sind wir jetzt bei einem Medienpäckchen. Konnte ich leider nicht mehr ausloggen. Ich hoffe, ich komme morgen wieder rein. Oh, einer von den Securitas-Männern hat uns gesagt, dass ich heute gehen, das wird über Nacht zurückgesetzt werden. Bin ich mal gespannt, ob ich dann morgen Stress kriege oder nicht. So Leute, ich war jetzt noch gerade bei Niklas, da haben wir die Videodateien hochgeladen und jetzt düse ich mit meinem Longboard nach Hause. Wünsche euch ein super, ja, was soll ich sagen, super Aufenthalt auf meinem Kanal. Nein, Spaß. Danke, dass ihr das Video angeguckt habt und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.